Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Und zwar habe ich heute ein Action-Video für euch. Tada! Ich habe es getan. Ich war beim Action. Wir waren, beziehungsweise waren wir gestern beim Action. Wir haben ja Urlaub diese Woche. Und ja, der ein oder andere weiß, dass wir normalerweise gar nicht hier wären. Wir wären normalerweise weggeflogen. Aber dank diesem Corona-Piep können wir nicht wegfliegen und deswegen haben wir uns gedacht, wir gehen mal wieder zum Action. Ich brauchte nämlich ein paar Sachen und ja, dann habe ich geschaut, ob die Bastelabteilung auf ist und die war auf. Und ja, ich finde es nicht verwerflich, dass man zum Einkaufen geht, weil die Verkäuferinnen, die müssen auch von irgendwas leben und deswegen, ja, finde ich es nicht schlimm, wenn man sich an die Regeln hält. Es ist, denke ich, nicht tragisch. Jetzt hole ich mir gerade mal meine Tasche hoch. Und dann zeige ich euch, was ich Schönes geshoppt habe. So, mein Mann schläft noch. Ich musste jetzt gerade noch kurz die Katze entfernen. Und zwar habe ich die neuen Stanzen bekommen. Und da war ich mega, mega happy, weil die waren nämlich sogar dann im Angebot. Und zwar $49. Das ist echt unglaublich, aber das stimmt. Schneide Embossingform 10x10. Ja. Ne, 1,99. 1,99, die Stamps waren für 49 Cent. Okay, also auf jeden Fall fangen wir mal an. Ich habe diese Elfen mitgenommen. Ich habe nicht alle mitgenommen, denke ich mal. Ich weiß es nicht, vielleicht habe ich auch alle. Und ich habe die auch einfach mitgenommen wegen dieser Schriftstanze, weil ich das ja gerade im Moment so richtig cool finde mit diesen Schriftstanzen. Ja, auf jeden Fall habe ich mir die mitgenommen. Dann habe ich mir die mitgenommen, weil die finde ich mega cool, so für Karten oder so, kann ich mir die richtig gut vorstellen. Da werde ich jetzt auf jeden Fall mal ein paar Karten gestalten und dann werde ich euch wieder ein kleines Craft-Update zukommen lassen. Vielleicht werde ich euch bei der einen oder anderen auch mal mitnehmen. Dann mega toll, das hat mir sehr gut gefallen, dieses Moon. Also man sieht es hier, wie es aussieht. Das finde ich so cool. Und dieser Mond an sich ist so genial. Also das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Und dann hier steht Hello, Smile and Sunshine. Also das kann man, denke ich, auch immer benutzen. Und das Vögelchen, ja, mei, also das muss man jetzt nicht unbedingt dazu nehmen, aber ich finde es nicht schlecht. Und sehr geil finde ich ja dieses Monstera-Blatt, weil ich ja gerade im Moment eh so ziemlich auf meinem Aloha-Trip bin. Aloha, Hawaii, fragt mich nicht warum, aber ich finde es irgendwie gerade im Moment echt mega cool. Und habe ja auch schon sehr viele Karten gemacht. Und ja, von dem her dachte ich mir, das muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Dann habe ich noch so eine kleine mit, aber da habe ich nur die einzelne mitgenommen. Das ist dieses Herz, das gefällt mir ganz gut. Aber sonst hat mir von den Kleinen nichts gefallen und deswegen habe ich sie liegen lassen. Und jetzt schaue ich gerade mal, ob wir die richtig sortiert haben. Da kommt noch mein Geldbeutel raus, dann muss ich das Seite legen. Also, dann habe ich mir Clear Stamps mitgenommen. Die Clear Stamps waren im Angebot für 49 Cent. Das könnt ihr hier unten lesen. 49 Cent. Das ist echt der Hammer. Clear Stamp, Everyday, verschiedene Varianten. Das ist Wahnsinn. 49 Cent, 50 Cent. Das ist echt, also eigentlich hätte ich eben mega viel mitnehmen müssen, aber ja, ich habe halt die mitgenommen, die mir gefallen haben, wo ich nachher auch weiß, ich werde sie halt eben auch benutzen. Und zwar habe ich mir einmal die Blümchen mitgenommen. Die finde ich sehr, sehr schön. Also die gefallen mir wirklich gut. Einfach auch gerade so ein bisschen mit dem hawaiianischen Trip. Und dann habe ich mir, die habe ich mir aber zweimal mitgenommen, die hier. Ich muss bloß gucken, die sind wahrscheinlich noch unten drin. Habe ich mir die Cocktails mitgenommen, weil da möchte ich eins gern in eine Tauschpost packen, weil ich denke, dass das bestimmt dann ganz gut ankommt. Da habe ich mir auf jeden Fall die zwei mitgenommen.
Und dann finde ich die hier ganz süß, einfach auch wegen diesen Umschlägen. Der Lolli mit dem Herz ist süß und gut, diese Diamant werde ich jetzt vielleicht weniger benutzen, aber den Schlüssel finde ich ganz toll. Also die hat mir auch sehr gut gefallen und ich denke für 50 Cent. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viele Stempel von Lawn Fawn und so. Ich habe hier auch wieder welche liegen, meine Sprüche oder die nächste Karte möchte ich gern mit dem hier machen. Ich warte jetzt gerade auf ein Paket, was kommt, wo ich bei der Stempelküche eingekauft habe. Die Stempelküche macht nämlich zu und hat ziemlich viele Sets, so für 8 oder 10 Euro. Und das ist halt echt günstig. Da habe ich mir ein bisschen was gegönnt. Aber diese Stempelsets vom Action sind wirklich nicht schlecht. Also ich möchte das echt nochmal sagen, dass die nicht schlecht sind. Die stempeln meistens richtig gut. Es kann mal sein, man hat ein oder zwei von der Montagsproduktion dabei. Aber dann geht man mit dem Tuch ein bisschen drüber und versucht diesen ja, Fettfilm von dem Silikon einfach mal ein bisschen wegzukriegen. Und also ich habe mit Stempelsets von Action noch keine Probleme gehabt. Muss ich echt mal so eine Lanze brechen. Und ja, das hier Maritim, das ist einfach schön. Das sieht einfach toll aus. Und dann habe ich mir noch die Sprüche mitgenommen, weil die Sprüche finde ich auch irgendwie nicht schlecht. Follow your dreams finde ich sehr schön. Do not give up. Also das ist sehr passend in dieser Zeit. Oder Home sweet home. Also ich habe jetzt gestern mal gesagt, mein Home ist sehr sweet, aber ich möchte doch mal gerne wieder rausgehen. Und ich war jetzt seit 8 Wochen das erste Mal wieder einkaufen. Also ich bin normalerweise nur raus zum Arbeiten und bin dann wieder nach Hause und ich hatte jetzt so die Schnauze voll. Ich muss es euch ganz ehrlich sagen, ich mochte einfach mal wieder nicht nur zum Arbeiten fahren. Ja, mein Wort zum Sonntag. Dann habe ich mir ganz obligatorisch wieder zwei Klebemäuse mitgenommen. Die nehme ich mir immer mit, wenn ich dort bin. Dann habe ich ein Konfetti mitgenommen. Das kommt in ein Paket gestreut, das nächste Woche auf Reisen geht. Diejenige, die das sieht, die ahnt das bestimmt schon. Aber ja, ich mache es wieder. Und dann habe ich mir die zwei Körbe mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob ihr die sehen könnt. Also das sind so zwei Körbe, die ich mir mitgenommen habe, weil ich nämlich normalerweise, Moment, ich versuche euch das mal so zu zeigen, wenn ich euch das so mal mitnehme. Normalerweise habe ich meine Stempel hier. Seht ihr das? Das sind alles meine Stempel. Und die habe ich in so DVD-Boxen drin. Und dieses Regal habe ich mir extra dafür hingemacht, dass ich quasi meine Stempel, jetzt muss ich euch wieder richtig hinstellen, dass ihr das wieder seht, dass ich meine Stempel schön reinmachen kann. Aber das Regal ist jetzt einfach Ende und ich habe noch mehr Stempel und das ist ein bisschen tragisch. Aber da wir ja nicht auf Stempel verzichten können und ich ein bisschen vom Regal her, von den Wänden her ein bisschen eingeschränkt bin, weil ich habe ein Dachschrägenzimmer. Und ich kann hier nicht so viel mit den Wänden arbeiten, weil ich auch einen Balkon. Hier links gegenüber ist eine Balkontür und dann kommt so eine Schräge übers Eck. Da habe ich nur ungefähr 40 Zentimeter und dann kommt nochmal ein Fenster. Also das ist ein bisschen blöd hier bei mir im Zimmer. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mir die mit. Die kamen auf 1,82. Ne, 1,52. Die Teilchen hier und ich fand das mega cool, weil ich kann hier nämlich die so reinstellen, habe ich mir gedacht. Das ist doch nicht schlecht und jetzt weiß ich bloß noch nicht, wo ich dann diese Kisten hinstelle. Wahrscheinlich werden sie wieder neben mir stehen, irgendwo auf dem Boden. Das ist leider immer ein bisschen ein Problem, aber ich finde sie auf jeden Fall sehr schick. Die sind so schön in Grau und ich fand das mit dem Geriffelten auch nicht schlecht und dass sie auch Haltegriffe haben, das fand ich auch gut. Ja, die habe ich mir jetzt einfach mal mitgenommen. Wer weiß, vielleicht wandern sie auch in die Küche runter oder so, aber das ist jetzt mal so der Plan. Dann, da war nur eins da gelegen, ein einziges. Und ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie schon älter ist oder so, aber ich fand die irgendwie witzig mit diesem Silber und mit diesem Gold. Und ich kann euch auch irgendwie gar nicht sagen, was die gekostet haben, weil ich habe nämlich die Befürchtung, dass die gute Frau die vergessen hat. Ich habe da nämlich jetzt schon mal drüber geguckt, damit ich ungefähr weiß, wo ich was finde, aber irgendwie finde ich die nicht. Also ich habe keine Ahnung, was die gekostet haben, aber ich denke, die werden nicht so teuer gewesen sein.
Also ich weiß es nicht genau. Vielleicht, ich schätze mal, vielleicht so 80 Cent oder sowas. Also die werden auf jeden Fall nicht teuer gewesen sein. Dann habe ich mir ganz unspektakulär, habe ich mir diese Umschläge mitgenommen. Das ist quasi, zweimal sind es die großen. Und dann habe ich gesehen, hat er auch diese kleinen, diese ja, C5-Umschläge, die finde ich eigentlich nicht schlecht. Das müssen wir mal schauen. Für Tauschpost, ich hatte nichts mehr da. Das war so ein Grund, warum ich auch gesagt habe, ich muss mal wieder ein bisschen raus, weil ich habe jetzt schon die, wo ich mal bekommen habe und gut aufbekommen habe, habe ich jetzt schon nochmal benutzt. Aber das, finde ich, sieht immer so ein bisschen blöd aus. Deswegen, ja, habe ich das mal jetzt, habe ich die jetzt mal so mitgenommen. Dann habe ich, ja, hier ist das zweite Stempelset. Das gehört noch da dazu. Also ich habe nicht so viel gekauft, wir wollten uns jetzt nicht so mega viel aufhalten drin, aber ein bisschen was ist es doch geworden. Dann habe ich mir dreimal diese Kartenrohlinge wieder mitgenommen, ganz normal, also nichts Spektakuläres irgendwie, was man so besonders jetzt erklären müsste. Aber ich habe mir hier einen, ich habe mir kein Papier gekauft, nur diesen einen Block. Ich habe wirklich gesagt, nein, ich werde dieses Jahr Papier aufbrauchen, das ist ganz schlimm. Aber den habe ich gesehen und natürlich ist das jetzt irgendwie so voll mein Thema mit diesem Aloha und Hawaii und ich glaube, ich bin einfach urlaubsreif. Also wir haben ja unseren Urlaub gebucht für Mexiko dieses Jahr, schon lange vor Corona und jetzt hoffen wir einfach, dass es funktioniert. Weil ich glaube, sonst drehe ich durch. Und ich finde den mega toll. Ich blätter den jetzt mal so mit euch ein bisschen durch. Also der ist wirklich super. Und ich habe jetzt echt mal drauf geachtet, dass ich einen finde, der das ordentlich hat. Es ist meistens so, ich hatte schon mal ein paar auch bei den Stickern, dass die dann quasi wie so verrutscht sind und dass man dann hier einen ganz dicken Rand hat und hier die Hälfte von der Blume fehlt oder so. Da muss man immer ein bisschen, ja, gucken. Es ist halt einfach doch günstigere Ware. Aber so, ich fände das traumhaft schön und ich würde das jetzt zum Beispiel auch nicht als 3D nehmen. Also hier zum Beispiel, das klebe ich jetzt nicht da drauf, sondern da würde ich jetzt hier vielleicht einen Sticker oder irgendwie oder ein koloriertes Teilchen verwenden. Aber 3D-Blumen mache ich nicht, die Geduld habe ich nicht dazu. Oder 3D-Elemente. Aber ich finde es sehr schön, also das gefällt mir richtig gut hier. Mit diesem Papagei und mit diesen Libellen. Also ich finde das sehr, sehr, sehr schön. Ach, das mit dem Eis ist total witzig, oder? Also ich finde das sehr witzig. Und hier, das gefällt mir auch gut. Die Ananas ist natürlich endgenial. Also das ist halt, das passt. Wenn man das jetzt auf eine Karte klebt und dann habe ich ja diesen Schriftzug von Lawnfawn, wo man ausstanzt in goldener Schrift, Aloha. Und noch zwei, drei Glitzersteinchen. Vielleicht noch ganz leicht gewischter Hintergrund mit Distressoxiden, hat man schon eine Karte. Da ist man schon fertig. Also es sieht echt sehr süß aus. Der gefällt mir richtig gut. Und der war jetzt auch nicht so teuer. 1,49. Also was will man da sagen? 1,49. Und das ist echt, der Wal ist so süß. Also den finde ich auch sehr, sehr nett. Und ich mache das ja immer so, wenn ich diese Stanzteile raushole, dann bleiben ja meistens hier so diese Nüppelchen. Man sieht es jetzt hier ganz wenig. Die schneide ich mir dann immer noch schön ab. Oder, und ich mache das immer so, dass ich die Kanten noch inke mit, je nachdem für was ich es benutze, mit der Farbe dann, wo dazu passt. Und sowas finde ich zum Beispiel toll. Also sie dürften mal einen Block machen, nur mit solchen Sachen. Das finde ich richtig geil. Das kann man immer gebrauchen. Das geht einfach immer. Also das war es dann auch schon. Aber den finde ich mega toll. Den musste ich einfach mitnehmen. Und das war auch der einzigste, sonst hätte ich den zweimal mitgenommen. Ja, dann habe ich wieder ganz unspektakulär die zwei Hüllen mitgenommen. Ich finde aber irgendwie nur die. Ich finde nicht mehr die länglichen. Das finde ich sehr schade. Ich wollte eigentlich, das ist auch so eins. Schaut, das ist ein bisschen das Größere. Ich wollte eigentlich die länglichen haben, aber die habe ich nicht gefunden. Keine Ahnung, die hatten sie irgendwie nicht da. Ja, und dann der Herr lass Hirn regnen. Habe ich ja mir geschworen, ich werde nie wieder Washi-Tape kaufen, aber ich fand die so mega schön und die musste ich echt einfach mitnehmen. Also ich habe auch nur zwei Packungen gekauft, aber dieses Pink und dieses
das ist einfach, das sieht so schön aus. Ich könnte das jetzt immer anschauen und da ist so viel Glitzer dabei und das ist so schön. Ich habe ja hier auch so Glitzer-Tapes liegen. Also ich mag das auch echt sehr, sehr gerne verwenden. Ich habe da immer so zwei, drei Washi-Tapes hier auf dem Schreibtisch und der Rest habe ich in einer großen, großen, großen Kiste. Da wollte ich mir auch mal noch eine Idee einfallen lassen, wie man die Washi-Tapes vielleicht so aufreihen könnte oder so. Ich habe mir schon überlegt, ob ich einen Abakus nehme und den dann quasi, also diese alte Rechenmaschine und dann diese Kügelchen rausmache, ob das dann vielleicht ausreicht, dass man die Washi-Tapes da so draufrollt. Aber ich habe bisher auf den Flohmärkten noch keinen gefunden und jetzt ist ja Essig mit Flohmärkten. Kann man ja eh nicht gehen und von dem her muss ich mal schauen, ob ich da vielleicht bei eBay oder so irgendwie was finde. Ich weiß halt nicht, ob die Abstände groß genug sind, damit die sich dann nachher auch noch schön rollen lassen. Ja, auf jeden Fall. Sehr cool. Ich werde die jetzt euch nicht alle auspacken, weil das habt ihr bestimmt schon in ganz vielen anderen Videos gesehen. Ich wollte euch nur zeigen, welche ich mitgenommen habe. Und dann habe ich natürlich passend zu meinem Herz Thema, was ich jetzt gerade im Moment habe, einfach dieses mit diesen Dschungelblättern und ja, Leopard, hier haben wir ein bisschen was Dschungelmäßiges mit so Palmenwedeln und so. Das ist einfach gerade im Moment so, ich kann es euch gar nicht sagen, warum. Also im Moment gerade ist es so. Ich habe auch ein ganz cooles Album gemacht, das möchte ich euch noch ganz kurz zeigen, so damit ihr wisst, warum ich gerade das so alles mitnehme. Ich mache das jetzt mal so. Ich drehe das jetzt mal so rum. Ach nee, das bringt auch nichts. Das ist auch bunt. Auf jeden Fall habe ich mir mein Doodle-Backpapier vorher genommen und habe da wirklich mal das getestet und benutzt. Ich habe hier so Aufkleber habe ich mal bekommen. Die sind auch von Doodle-Back. Und die habe ich ein bisschen benutzt, man sieht das hier, und habe da gedacht, ich muss das jetzt mal verarbeiten, weil die sind so schön eigentlich, die Sticker, die sind wirklich schön. Und ja, jetzt habe ich mir überlegt, was mache ich denn? Dann hatte ich diesen 6x6 Block und ja, und habe einfach losgelegt und habe mir mal wieder ein Album mit Binderingen gemacht. Das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht und habe da jetzt auch wieder mit meinem Loa, ich finde es einfach so cool. Und ja, habe mit meinen verschiedenen Pailletten, ich habe das wirklich extrem, extrem bunt gehalten. Das ist ein extrem buntes, knalliges, krasses Album. Aber ich finde es so cool geworden und irgendwie im Moment mag ich es sehr, sehr bunt. Und das ist im Prinzip eigentlich auch immer gleich aufgebaut. Ich habe hier vorne eine Tasche, da habe ich zwei Tags ausgestanzt. Einmal auch aus diesem bunten Papier und habe einfach so ein Blümchen draufgeklebt. Und dann geht es so nach hinten, auf die Seite auf. Dann habe ich hier wieder einen Tag. Da habe ich meine Ananasstanze benutzt. Und dann kann man das so nach oben aufklappen. Und dann sollte das auch alles drin bleiben. Und dann ist die Seite ist so, dass man das rausmachen kann. Da kann man hier ein schönes Bild aufkleben. Und man kann da hier das beschriften und das dann wieder so drüber reinstecken. Und dann hat man quasi noch eine Möglichkeit, das zu beschriften, weil das ja nicht so viel Platz hergibt. Ja, und hier habe ich wieder zwei Tags gemacht. Und bei dem hier ist es so, da geht es dann nochmal hier zur Seite auf. Und so habe ich das eigentlich gemacht. Jetzt muss ich nur schauen, ob ich es auch schon richtig eingefädelt habe. Hier haben wir wieder die Möglichkeit, dass man was drunter steckt. Dann haben wir hier wieder, ja, und hier habe ich es falsch eingefädelt. Das gehört ganz nach hinten, damit das sich immer wiederholt, weil das hier geht jetzt wieder nach vorne auf. Genau, das geht wieder nach oben auf. Und habe halt immer auch so Tags reingemacht. Und ja, habe hier so zwei Stanzteile. Also Tex ausgestanzt mit so Blümchen und das ist mit der Erdbeere. Das war mal so ein Set, da war eine Melone, eine Erdbeere und eine Ananas. Glaube ich. Und nochmal was war da irgendwie dabei. Also ich weiß es nicht mehr so genau. Und hier, da habe ich so eine coole Stanze, die liegt hier noch. Das ist die hier. Und diese Stanze, die macht quasi eine Tüte und die ist mega, mega toll. Fragt mich nicht, woher ich die habe. Ich habe die, ich glaube mal bei Ali bestellt. Und auf jeden Fall habe ich hier dann so eine kleine Tüte gemacht und da habe ich hier diese Tags reingesteckt, die in diesem Paperpad mit dabei waren. Die habe ich einfach schwarz umrandet
Und dann kann man die hier nämlich noch ein bisschen mit dazu reinstecken. Und dann hat derjenige, der das Album bekommt, nämlich noch die Möglichkeit, ein bisschen was hinzudekorieren, wenn er das möchte. Oder er kann ja das auch lochen und kann die Bindringe aufmachen und kann das nochmal mit einlegen. Das finde ich auch immer sehr witzig. Deswegen nehme ich immer echt sehr, sehr, sehr große Binderinge. Also das sieht man jetzt, das ist mega groß. Aber ich bin kein Freund von diesen Bändern, die man dahin macht. Ich denke mir halt immer, jeder weiß oder jeder versteht halbwegs, wie es funktioniert, diese Ringe aufzumachen. Und wenn man dann zum Beispiel noch ein Bild hat, was jetzt nirgends mehr reinpasst, dann mache ich einfach oben ein Loch hin in dem Bild oder nehme es links und rechts und fädel das noch so mit ein. Das macht so ein Album immer ein bisschen interessanter und spannender. Deswegen mag ich die Buchring-Alben eigentlich sehr gerne. Ich weiß nur nicht, warum ich sie nicht so oft mache. Ich habe keine Ahnung, aber jetzt hatte ich mal wieder echt richtig Bock dazu. Und ich habe mir hier auch schon nochmal zwei Binderinge hergelegt. Also da werde ich auf jeden Fall demnächst mal nochmal eins machen, weil ich die eigentlich echt mega toll finde. Und dann werde ich das vielleicht auch wirklich so machen, dass ich verschiedene Elemente noch mit einbringe in diese in dieses Album, dann zeige ich euch das mal, dann könnt ihr euch das vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen, was ich damit meine. Wobei es eigentlich ja selbsterklärend ist, ihr könnt ja alles einhängen. Ihr müsst ja nur die Löcher abmessen. Und das finde ich eigentlich mega cool. Ja, und das ist halt mein richtig geiles, kleines, cooles Sommeralbum geworden. Und ich finde es irgendwie witzig von den Farben her. Es sind halt natürlich speziell diese quietschigen Nudelbackfarben. Manchmal stehe ich da total drauf. Oder von was war denn das Stempel, das Paper Pad, das war zum Beispiel zum Teil auch das hier, das habe ich da auch mit benutzt. Also ich habe da nur keine Vorderseite mehr, also ich glaube das war auch von Doodlebug oder von Longform oder so, keine Ahnung, das habe ich auch mal günstig irgendwo bekommen und deswegen habe ich das einfach benutzt. Ja, das ist so das, warum ich gerade so auf dieses Thema bin. Damit ihr das seht, dass ich das auch wirklich so verarbeite. Und ich finde es mega toll, meine kleine, aber feine Ausbeute. Ich bin total glücklich über diese Stanzen. Also die werde ich auf jeden Fall testen. Die finde ich mega toll für den Preis. Also für 2 Euro, da kann man echt nichts sagen. Die kleine schmuggel ich noch so darunter. Und ja, diese Stempel, also die werde ich jetzt auf jeden Fall echt gleich mal austesten. Und dann wird das mega toll. Ja, dann hoffe ich, euch hat es ein bisschen gefallen und ihr habt ein bisschen gesehen, was es so Neues gibt. Wenn ihr zum Action geht, ich finde es nicht verwerflich, aber nehmt Rücksicht aufeinander, haltet ein bisschen euren Abstand ein, wie gehabt, damit wir einfach noch lange Freude daran haben, dass wir wieder uns ein bisschen freier bewegen können. Ich finde es ohnehin schon sehr, sehr schlimm, wie unsere eigentliche Freiheit eingeschränkt wird. Und gut, das ist ein anderes Thema, da streiten wir jetzt nicht drüber, aber auf jeden Fall, das war mein kleiner, aber feiner Einkauf. Die Tüte ist leer. Ach, halt nicht, ich habe was vergessen. Ich habe wieder meine Babytücher mitgenommen, weil die nehme ich immer, um meine Glasplatte sauber zu machen, wenn ich mit meinen Distressoxiden gearbeitet habe. Und ich finde die sehr cool, weil die einfach hier diesen Verschluss hat. Und dann kann ich das halt auch wieder so zumachen, weil mit diesem Plastikverschluss, wo so Tesa ähnlich ist, das hält mit der Zeit nicht mehr. Und ich brauche die nicht ganz so oft, aber die halten mir jetzt wieder, ich glaube, die letzte habe ich gekauft vor einem Dreivierteljahr oder so. Also, das hält mir jetzt wieder und wenn man mal Kaffeefleck oder so umläuft, kann ich das auch dazu benutzen. Das nehme ich mir eigentlich auch immer mit. Ja, das war's, meine Lieben. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, eine schöne Restwoche. Heute ist Donnerstag, auch schon Donnerstag, die Woche verfliegt, unser Urlaub geht vorbei, wir wären jetzt noch am Strand gelegen, wir werden morgen wären wir zurückgekommen, aber egal, wir sind jetzt hier und wir können jetzt uns kreativ ausleben, hat ja auch was. Bis dahin, meine Lieben, bleibt gesund, tschüss!